Seit 2014 wird am Hochwasserschutz im Rieser Stadtteil Gröber gebaut. Entlang des Hafenbeckens hat sich das Bild mittlerweile stark verändert. Die Hochwasserschutzwand im Hafenbereich ist im Rohbau fertig. Derzeit wird am Deich entlang der Kläranlage weitergebaut. Die Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz in Gröber sind noch lange nicht abgeschlossen. Die Landestalsperrenverwaltung hat noch viel geplant im Jahr 2015. Wir wollen bis Ende des Jahres die Hochwasserschutzbaumaßnahmen hier in dem Bereich, in dem wir uns jetzt befinden, weitgehend abschließen. Das ist das Ziel. Zum Zweiten soll begonnen werden mit der Deichscharte an der Kirchstraße, mit dem Ersatzneubau sozusagen. Und es soll so weit wie möglich der Deich entlang der Kläranlage auch fertiggestellt werden. Das wollen wir bis Ende des Jahres möglichst schaffen. Das Projekt steht bei der Landestalsperrenverwaltung weit oben auf der Prioritätenliste. Neben der Schadensbeseitigung des Hochwassers 2013 werden die Neubauvorhaben für die Bereiche Röderau und Nünchritz bis Grödel weiter vorangetrieben.